Guten Abend. Ja, meinen kleinen Nachtrag, Nummer 27 zum Buch. Ich sagte ja, IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Aber jetzt soll ja alles besser werden und da kam mir, ich sag gleich woher, das Wort Hackathon oder kam mir da unter, ich sag gleich woher. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und da ich nun mal Lehrer Schmidt-Fan bin, habe ich mir diesen heutigen Beitrag angeguckt. Ich habe ihn abonniert, ne, weil man muss ja immer wissen, was so passiert. Und ja, Lehrer Schmidt hat da einen Zehntklässler eingeladen zu einem Videointerview. Und da dachte ich dann, na, ich konnte da nicht mehr lange zuhören, das war dann zu viel. Und dann dachte ich mir, mal sehen, was hier drin steht. Und da sagte der junge Mann, um Politik jungen Leuten ein bisschen näher zu bringen, produziere ich den Podcast Fresh and Frankly. Einen Link dazu. Und setze mich dafür ein, die Schule fit für die Zukunft zu machen. Also soll alles besser werden. Oder? Ich habe es nicht ganz verstanden. Gut. Naja, also wie gesagt, hier habe ich dann nochmal zurückgespult, damit ich ein richtiges Gesicht finde. Manchmal sind ja die Augen zu, das sieht ja dann auch ein bisschen dumm aus, ne? Jetzt wäre es auch gegangen, aber das schauen beide gerade komisch und aha, es geht um Demokratiebildung, ne? Schulen verankern und erlebbar machen. Also, wie können wir Demokratiebildung als grundlegendes Element der Bildung in die Schulen verankern und erlebbar machen? Ist es nicht Schulinnen? Ach so, nee. Gut, ich habe dann mal geguckt, ich habe eingegeben, wir für Schule, diesen Hashtag davor, denn das schreit ja danach und dann kam ich so auf allerlei Dinge hier. Ach so. So könnte Lernen aussehen. Aha, Schulen neu gedacht. Ja, gut, Hessenschau. Das ist das Ding von Lehrer Schmidt. Ne? Ich habe übrigens hier geordnet, kann man machen, ordnen und zwar in diesem Fall nach Upload-Datum. Man kann auch nach Relevanz ordnen, aber dann ist es nicht ganz so interessant, weil man möchte ja manchmal auch wissen, was ist das Neueste. So, na gut, wie gesagt, dann kam sowas. Ne? Also, wie funktioniert digitaler Unterricht? Merken wir ja, wie gut das funktioniert. Dann mysteriöse Schule, wir müssen entkommen. Ich gucke da nicht überall rein, das ist ein Videospiel wahrscheinlich. Und hier diese Webseite, die fiel mir dann immer wieder auf und da melden sich dann ganz wichtige Stimmen zu Wort. Das sind auch immer sehr wenig beachtete Beiträge, vielleicht guckt ihr mal rein. Worum es mir in diesem Video geht, ich möchte doch bitte wissen in den Kommentaren, was das soll, was ihr davon haltet, beziehungsweise was das eigentlich ist. Ich muss sagen, so richtig kam ich nicht drauf. Ne? Die beste Schule für mein Kind, man sieht es. Das macht irgendwie für mich keinen richtigen Sinn. Ah, ein Aufruf und dann, na, hier, das Bildungsministerium für Bildung und Forschung, also das Ministerium hat einen Aufruf gemacht. Da habe ich dann mal reingeguckt. Ich kann es euch leider nicht vorspielen, aber gucken wir mal weiter. Und dann fiel mir auch so eine Seite auf, hybride Schule aus Lehrerinnensicht. Ach nee, diesmal heißt es Lehrerinnensicht. Gut, ja, aber dann kam da einer Lehrerin wahrscheinlich die Idee und dann ging es wieder um die MitarbeiterInnen. Und ja, also ich wusste jedenfalls nicht weiter, aber es sieht alles sehr bunt aus, so wie unsere Schulen ja sein sollen. Ne? Soll ja richtig, alles richtig Spaß machen. Guckt doch bitte mal rein, das sind nur 48 Aufrufe. Vom 12.06., da müssten schon ein paar mehr sein. Also, ja, hier, das kann ich leider nicht vorspielen, bloß die Dame, die sagte immer wieder Hackathon. Das hat mich dann doch wieder durcheinander gebracht, aber ich habe gemerkt, sie lispelt schon. Okay. Gut, vielleicht ist sie dadurch durcheinander gekommen. Vielleicht könnt ihr mal reingucken, 1 Minute 51, das war vom 13.06., also 2 Tage, 91 Aufrufe, das war auch nicht so beachtet, schade. Also jedenfalls so richtig kam mir das nicht raus. Und dann hatte ich hier was und ja, mal sehen, ich weiß auch nicht, das darf ich aber nicht vorspielen. Das ist ein ganz langer Aufruf, da ging es dann darum, was da. Also es geht um den Friday, den hat ja Greta entwickelt, aber die schreiben den anders und da soll alles, es soll alles verändert werden. Leute, ich kam da nochmal drauf, ich dachte, was denn nun, Hackathon oder Hackathon oder Hackathon oder wieder nun. Aha,
Wenn man das bei Google eingibt, da kommt dann Wikipedia, sagt dann, das ist eine Wortschöpfung aus Hack und Marathon. Also heißt es ab jetzt Marathon? Kann ja sein. Leute, klärt mich auf. Also ich glaube, das ist wirklich Aufklärung wert, wenn man auch die Bilder dazu sieht. Ne? Man kann ja auch mal die Bilder angucken dazu. Es soll bunt zugehen, auf jeden Fall. Richtig schön bunt. Richtig bunt. Das ist das, was mir dabei so auffällt. Also wir müssen alles neuer machen. Es hat, vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, vielleicht könnt ihr mir da auch helfen. Es hat keiner gefragt, ob man vielleicht in der Schule mal abstimmen kann, ob die Lehrer gut sind oder ob das Richtige gelehrt wird oder ob überhaupt was gelehrt wird und gelernt wird. Solche Dinge, solche Vorschläge kamen natürlich nicht. Also ihr seht schon, es soll bunt werden und sagt mir, was ich da vielleicht falsch mache. Vielleicht ist das alles überkommen und alt, was ich hier tue, oder vielleicht ist es auch ganz anders, oder helft mir mal einfach. Ne? Das ist, ich wäre oder bin euch da sehr dankbar, wenn ihr dann in den Kommentaren ganz sachbezogene Themen, sachliche, ne, sachbezogen, auf die Sache bezogen, solche Kommentare abgibt. Vielleicht lernen wir alle dazu. Ich wünsche euch einen schönen Abend und zergrübelt euch nicht allzu sehr den Kopf über Hackathon. Bis denn, macht was, aber macht's gut.